Jo, moin Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zurück zu Browser XL spielt Euro Truck Simulator 2. Ja, es ist ein anderes Game, das ich jetzt auf die Liste gesetzt habe. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe mich bei Minecraft so ein bisschen sehr verzettelt. Ich wusste immer nicht, wo bin ich gerade, was wollte ich jetzt als nächstes machen. Und das ist immer so ein Prozess, der mich ein wenig annervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen will ich erstmal einen vernünftigen Plan machen. Und so lange werden wir hier schön Euro Truck Simulator spielen. Schon alleine deswegen, weil nächste Woche das Beyond the Baltic Sea Update rauskommt. Und ja, das ist im Übrigen die Kiste, die ich hier halt eben gerade fahre. Globetrotter XL von Volvo, 750 PS, massives Monster. Der macht Laune. Nein, kann man echt nichts gegen sagen. Also es ist wirklich einfacher. Mit so einem Game dann halt eben entsprechend ranzugehen. Die Fahrt im Übrigen, es wird Holz von Zürich nach Dover gefahren. Ja, es ist immer noch derselbe Spielstand, den ich vor etlichen Jahren schon mal bemüht habe. Mittlerweile natürlich dann halt eben doch ein bisschen gewachsen. Muss man ganz ehrlich sagen, erst recht in der letzten Zeit, wo ich dann da halt eben nochmal ein bisschen rein investiert habe. Und wie gesagt, im Augenblick ist es einfach die bessere Wahl und ich gucke mal, ob ich das mit Minecraft noch entsprechend auf die Schiene bekomme. Weil ich spiele Minecraft immer nur dann, wenn ich es aufnehme und wenn ich jetzt wie heute zum Beispiel nach einer dreiwöchigen Pause da wieder rangehe, bis ich mich sortiert habe, vergehen da nochmal gut eine ganze Ecke und in der Zeit kann ich nicht vernünftig erzählen und das finde ich doof und deswegen lassen wir das. Ist halt eben aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. In erster Linie geht es ja darum, was ich euch zu erzählen habe. Also mir zumindest. So, genau. Über den Spielstand hier selber werde ich nochmal ein bisschen berichten. Dann bei Zeiten, da kann man nochmal ein, zwei Sätze zu erwähnen, wie es hier jetzt halt dementsprechend aussieht. Aber das Thema, das ich euch mitgebracht habe, kommt heute mal wieder aus der agilen Schiene. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich, ja, nicht sagen fleißig gewesen bin, obwohl eigentlich doch tatsächlich. Ich habe letzte Woche einen Workshop besucht, da ging es um das Thema Vorbereitung auf die Scrum Master Zertifizierung. Für diejenigen, die da sich ein bisschen auskennen, die wissen, der Scrum Master ist halt eine Rolle innerhalb des Scrum Teams. Es gibt halt eben ein Framework für Softwareentwicklung. Da geht es halt eben ganz explizit. Was ist denn? Oh, locker, ich habe den nicht mal gestriffen. da geht es halt eben um die agile Entwicklung von Software. Diese Methodik heißt Scrum. Wurde beschrieben von Jeff Sutherland und Ken Schwaber. Und die haben dort halt eben entsprechend ein Framework entwickelt, mittels dessen man sich halt eben entsprechend dem Thema Software Design agil nähern kann. Der Witz ist halt eben an der Geschichte, man braucht es nicht nur für Software, man kann es halt eben auch durchaus für andere Themen halt eben entsprechend einsetzen. Und das ist halt bei uns gerade der Fall. Und wir haben uns bisher eigentlich immer mit externen Scrum Mastern beholfen. Und ich habe durch Zufall gesehen, dass wir halt eben eine entsprechende Ausbildung bei uns im Seminarkatalog haben. Da fand gerade eine statt, da habe ich gesagt, hey super, da gehen wir doch mal krafteigener auch ganz bei und holen uns da dann doch mal diese Schulung. Und die fand jetzt halt eben letzte Woche dann dementsprechend statt. Die Schulung selber 2 Tage, auch nichts jetzt in Anführungsstrichen groß Besonderes. Für alle, die sich mit agilen Methoden beschäftigen, haben sicherlich halt eben A schon vom agilen Manifest gehört, beziehungsweise B haben sie sich halt eben auch entsprechend mit dem Scrum Guide beschäftigt, der halt eben auf 20 Seiten relativ knackig und kompakt halt eben einmal skizziert, wie das Arbeiten mit Scrum aussieht. Also sprich, welche Events gibt es im Rahmen eines Scrum-Zykluses, also eines Sprints, wie er dort halt eben genannt wird. Welche Events gibt es dort, welche Artefakte, welche Rollen, wie arbeiten diese zusammen und hängen voneinander ab. Das ist im Grunde genommen auf 20 Seiten relativ zügig einmal sehr schnell beschrieben und ja,
in diesen 2 Tagen nimmt man das halt eben einmal komplett auseinander. Ich hatte da einen sehr guten Trainer, den Ole Bantin, der hat dort ja, wirklich einen richtig tollen Job geleistet, kann man nicht anders sagen. Inhaltlich bin ich ja da durchaus im Thema gewesen, das war halt eben auch nicht schlecht. Er hat es aber geschafft, dieses Thema auf eine Art und Weise zu verbinden, was mir bei meinen bisherigen Kenntnisnahmen, ich möchte es jetzt nicht Schulungen nennen, weil es halt eben auch nicht wirklich stimmt, bei meinen bisherigen agilen Kenntnisnahmen dann doch eher immer so ein bisschen gefehlt hat. So, und das fand ich halt eben sehr schön, vor allen Dingen, weil er halt eben die zweite Hälfte des zweiten Tages ausschließlich für eine Scrum-Simulation geplant hat. Also wir waren da wirklich in einem Entwicklungsteam und haben dort dann mit Lego in mehreren Sprints eine Stadt gebaut. Was aber ziemlich cool war, weil wir dort halt eben wirklich mal diese ganzen Artefakte gebaut haben. Also sprich, wir haben halt eben ein Product-Backlog gemacht. Daraus haben wir ein Sprint-Backlog halt eben rausdestilliert, das wir mit ihm im Refinement halt eben nochmal genauer definiert haben. Dann sind wir halt eben in den Sprint gegangen, haben dort gebaut, haben eine Retrospektive gemacht, wie es halt eben entsprechend in Scrum üblich ist. Ich werde euch den Scrum-Guide verlinken. Den gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich lese ihn nur auf Englisch mittlerweile, nur noch, weil ich festgestellt habe, für die Prüfung ist das absolut sinnfrei, den auf Deutsch zu lesen. Also zumindest für mich wäre es das gewesen, weil die Prüfung halt eben auch auf Englisch ist. So, und ja, der Witz ist halt eben, dass du dann halt eben aus diesen 2 Tagen rausgehst und dann halt eben die irre Idee hast, ja meine Güte, ich könnte mich dann ja mal als Scrum Master zertifizieren. Hab das dann tatsächlich auch getan, und zwar nach Scrum.org. Also da gibt es 2 große Zertifizierungsstellen im Grunde genommen, die da, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die in Konkurrenz zueinander stehen. Im Endeffekt sind sie beide mal von Ken Schwaber, also einem der Urväter von Scrum, dort halt eben gegründet worden. Der Witz halt eben ist, bei Scrum.org, wo er jetzt halt eben entsprechend tätig ist, ist die Zertifizierung halt eben lebenslang, und bei der Scrum Alliance muss man sie alle 2 Jahre erneuern. Und dann war ich in der Lage, dass ich halt eben mir gedacht habe, okay, ich werde mein Schulungsbudget sicherlich nicht alle 2 Jahre dafür verbrennen, nur um Rezertifizierung wie ein Bekloppter zu machen, habe ich mich halt eben entsprechend für die Scrum.org-Variante entschieden. Ist halt so. Und ja, das war eine ziemlich witzige Geschichte, weil man kann auf der Seite von Scrum.org ein sogenanntes Open Assessment machen. Und da kann man sich für die verschiedenen Prüfungen, die es da gibt es ja eine ganze Reihe, kann man sich dann halt eben entsprechend mal so ein paar Testfragen stellen lassen. Das sind insgesamt 30 Stück in meinem Fall gewesen, weil ich habe jetzt die PSM1, also den ersten Scrum Master Level sozusagen, halt eben gemacht. Und ja, da habe ich diese 30 Fragen durchlaufen und habe mal ganz unvorbereitet halt eben entsprechend das gemacht und bin mit 73% da rausgegangen. Das war enttäuschend, weil 85% muss man halt eben entsprechend haben, um die Prüfung zu bestehen. So, dann habe ich dieses Assessment noch ein paar Mal hintereinander gemacht, einfach um mal zu gucken, so okay, wie entwickelt sich das? Irgendwann hatte ich dann die Fragen so weit auswendig gelernt, dass ich bei 100% lag. Das ist aber Quatsch, weil im Endeffekt hilft einem das nicht so richtig wirklich. Die Fragen selber, die ich mach mal Fernlicht an, ist besser, ne? Die Fragen selber, die sind teilweise dann auch in der Prüfung gekommen, aber eben bei weitem nicht alle, und die Fragen, die dann halt eben entsprechend doch zusätzlich kamen, waren teilweise ziemlich knackig. Also ich habe ziemlich viele Zertifizierungskurse gemacht, sowohl in Prozessframeworks wie halt eben zum Beispiel ITIL, das gleich mehrfach, oder jetzt halt eben entsprechend Scrum. Beziehungsweise ich habe halt eben auch bei Microsoft oder bei anderen Instituten dann halt dementsprechend Produktprüfungen abgelegt. Da waren die Foundation-Level eigentlich immer relativ easy. Ne? Also das war halt eben nichts, was man sich wirklich groß irgendwie drauf schaffen musste oder sonst wie, sondern ja, das lief dann halt eben einfach. Das war kein großer, wie auch immer, gearteter Aufwand, um da den... Oh meine Herren, mach mal Platz da. Das ist natürlich ziemlich blöd, dass es die Polizei ist. Und wenn ich da jetzt nicht so richtig dran vorbeikomme, gibt es sowieso gleich einen Unfall. Nee,
also wie gesagt, das war halt eben bisher nie so richtig in irgendeiner Art und Weise problematisch. Fakt ist, diese Sache hat mich dann doch ein wenig verunsichert, sodass ich dann halt eben am Freitagabend gesagt habe, okay, für die Prüfung nimmst du dir jetzt noch mindestens eine Woche Vorbereitungszeit, dann machst du die Woche drauf am Freitag Homeoffice und dann ist erstmal per se alles in Ordnung, weil dann hast du genug Ruhe, dann kannst du nochmal in der Ruhe nochmal den Scrum Guide lesen und danach dann halt eben die Prüfung machen. So war die Idee. Nun war bei uns halt eben viel Krankheit angesagt und deswegen waren dann am Samstag halt eben sowohl meine Frau als auch mein Kurzer relativ zügig im Bett. Und dann saß ich da mit meinem Talent und dachte mir, Alter, du bist eigentlich total heiß da drauf, jetzt diese Prüfung zu machen. Was mache ich? Ich hole meine Kreditkarte raus, kaufe mir einen Zertifizierungskey und leg los. So, das waren die schlimmsten 60 Minuten meines Lebens. Das kann man nicht anders sagen. Also, ich habe für diese Prüfung 60 Minuten Zeit gehabt, um 80 Fragen zu beantworten und 68 davon müssten richtig sein. So, und ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin dann da halt eben losgelegt und habe gemacht und getan und es kam dann noch so ein Hinweis, ja, nehmen Sie sich einen Stift und ein Papier mit, damit Sie sich die Fragen-IDs anmarkern können, die Sie halt eben entsprechend nochmal hinterher überprüfen wollen. So, das Problem war, als ich dann halt eben so weit war, dass ich mit meinen Fragen durch war, das war so ungefähr nach 40 Minuten, hatte ich so gut und gerne eine Liste von 40, 50 Zahlen aufgeschrieben. Das war irgendwie total unbefriedigend und sorgte bei mir halt eben auch so für so ein bisschen so die Frage, so scheiße, hast du dich jetzt verschossen? Weil, sagen wir es mal so, der Key, den ich mir da gekauft hatte, war genau für einen Prüfungsanlauf gültig und kostet 130 Euro. Und habe ich da sicherlich auch nichts zu verschenken. Und bin natürlich schon in meiner maßlosen Arroganz so ein bisschen davon ausgegangen, das wird schon, ne? So, und ja, nach den 40 Minuten habe ich mir dann halt eben gedacht, so okay, jetzt fängst du halt eben nochmal an, so ein bisschen einfach mal irgendwie das erste Drittel oder so der Fragen nochmal durchzuarbeiten und guckst, dass du da halt eben im Zweifelsfall nochmal bessere Antworten zusammen tackerst, weil im Zweifelsfall hast du da irgendwelche Flüssigkeitsfehler oder irgendwelche Verständnisfehler, die du eben in der Eile nicht gesehen hast und dann passt das auch eben. So war zumindest erstmal mein Gedanke. Leider muss ich ganz ehrlich gestehen, nachdem ich dann 20 Fragen in den folgenden 10 Minuten nochmal durchgearbeitet habe, habe ich dann halt eben auch relativ zügig festgestellt, nee, diese Lücken, die du da hast, sind halt eben, also was heißt Lücken, ich meine, ich habe die Fragen ja beantwortet, aber diese Unsicherheiten nenne ich es jetzt einfach mal, weil das ist zutreffender. Diese Unsicherheiten, die du da hast, die bleiben und du kannst halt eben dich nicht auf Flussfehler oder sonst was irgendwie zurückziehen. Das hast du zumindest diesmal richtig gemacht. Und diese Unsicherheiten sind halt eben weiter da. Mit anderen Worten, ich hätte wahrscheinlich mit jeder Antwort im Zweifelsfall, die ich jetzt nochmal manipuliert hätte, in dem Moment irgendwelche Flüssigkeitsfehler reingebracht, die dort dann halt ebenso auch überhaupt gar nichts geholfen hätten. So, und deswegen habe ich dann halt eben mit 10 Minuten Restzeit gesagt, okay, es ist egal, werte diesen verdammten Test jetzt endlich aus, ich will wissen, wo ich stehe. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht, also ich hatte so schweißige Hände und der Puls war irgendwo kurz vor 200, was eigentlich auch total komisch war, weil eigentlich war die Situation recht entspannt. Wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich es halt eben nicht geschafft. Wäre es halt eben auch so gewesen. Dann hätte ich halt eben nochmal irgendwann nochmal die Prüfung wiederholen müssen. Aber ja, ich war heiß drauf. Ich sag's ja ganz ehrlich. Also ich hatte ja schon viel von den agilen Methoden erzählt in der einen Folge. Aber das hat sich jetzt halt eben konsequent weiterentwickelt. Und ich habe für mich eigentlich die Scrum-Masterei als Ziel, auch als Karriereziel tatsächlich für mich ausgemacht, weil sagen wir mal ganz ehrlich, bei uns in der Firma, entweder du bist Indianer oder du wirst Häuptling. Das Problem ist, wirst du jetzt Häuptling mit einer Feder, zwei Federn oder drei Federn, beziehungsweise halt eben vier, wäre auch noch möglich, aber in dem Vorstand ruft mich ja niemand und das aus gutem Grund. So, und für mich ist ehrlich gesagt Häuptling mit ein, zwei oder drei Federn auch total unattraktiv. Also mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich durch unser Personalentwicklungsprogramm, durch das jede Führungskraft oder potenzielle Führungskraft erstmal laufen muss, das ist im Grunde genommen nochmal ein Assessment Center für die entsprechenden Führungskräfte.
So, und da müsste man dann halt eben entsprechend einmal beikommen und müsste dort dann halt eben entsprechend seine Führungseignung beweisen. Da weiß ich ganz genau, da komme ich sowieso nicht durch. Ich bin kein Menschenführer, das ist genau der Punkt. Ich bin kein Mensch mit Personalverantwortung, das kann ich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da ist halt eben durch den Willen bei uns jetzt Scrum zu machen und agile Methoden, ist für mich auf einmal eine Position frei geworden, wo ich sage, hey, das ist aber wiederum etwas, das dich wahnsinnig interessiert, weil der Scrum Master wird immer als Servant Leader in den entsprechenden Dokumenten beschrieben. Also er ist einerseits eine Führungspersönlichkeit, weil er halt eben diesen ganzen agilen Wertekanon in Scrum etc. pp. Halt eben verinnerlicht hat und halt eben auch weitergibt und dafür sorgt, dass halt das Team oder die Teams, denen er zugeordnet ist, dort halt eben entsprechend dieser agile Wertekanon gelebt wird und gelebt werden kann. Und er trägt es ins Haus hinein, um halt eben dafür zu sorgen, dass diese Teams ein Biotop bekommen, in dem sie dann genau solche Sachen dann auch eben entsprechend durchführen können, etc., etc., etc. Und das ist halt eben eine Sache, die finde ich ganz großartig, weil damit kann ich mich wiederum sehr gut anfreunden. So, ja, zack. Nee. So. Da komme ich super mit zurecht. Ne? Also das ist schon eine Sache, das gefällt mir. Und deswegen finde ich diese Idee des Scrum Masters für mich persönlich absolut genial. So, deswegen, als ich dann gesehen habe, wir haben eine interne Schulung, das heißt keine zusätzliche Kostenstellenbelastung bei meinem Chef, habe ich natürlich sofort gesagt, komm, das machen wir mal. Erst recht, weil in unserem Bereich, wo ich halt eben entsprechend bin, keine eigene... Ja, komm, ich muss da ja raus. Naja, was soll's. Weil wir haben keine eigenen Scrum Master, sondern haben halt eben drei Stück, die das momentan als Externe machen. Und ich sag's ganz ehrlich, das kann natürlich auch kein Dauerzustand sein. Ganz im Gegenteil, irgendwann brauchen wir die eigenen. Und dann habe ich Kraft eigener Arroganz gesagt, ja gut, dann mache ich das eben. Ja, aber das wurde gutiert und naja, jetzt ist es halt eben tatsächlich soweit. Ich habe die Prüfung bestanden, bin jetzt halt eben Professional Scrum Master auf Level 1. Insgesamt gibt es da drei Level. Interessanterweise, den ersten Scrum Master Rang bekleiden weltweit ungefähr so um die 175.000 und Keks Leute. Wenn man dann halt eben schon mal guckt, den PSM 2, also den zweiten Level, da sind es dann nur noch 2.000 irgendwas weltweit. Und den dritten, den haben sogar nur knapp, noch nicht mal 600 Leute. Das ist schon heftig. Hätte ich so nicht erwartet, aber was soll man dazu sagen? Es ist halt eben entsprechend so. Und mir persönlich, sag ich mal, juckt es natürlich in den Fingern einer dieser 600 zu sein. Aber da weiß ich halt eben noch nicht, wie es da halt eben entsprechend weitergeht. Und das... Oh! Was habe ich denn hier gemacht? Eieiei. Und da kommt es halt eben entsprechend auch... genau der Punkt, wo ich jetzt halt eben das Thema angesetzt habe. Scrum Master und nun. Ich habe mich natürlich entsprechend jede Menge mit dem ganzen Thema halt eben auseinandergesetzt schon, weil das ist halt eben auch eine der Geschichten. Sehr viel funktioniert innerhalb dieser Scrum Community über den direkten Austausch der Protagonisten untereinander. Also da wirft dann irgendjemand mal eine Idee in den Raum. Da gibt es natürlich dann die großen Namen, auf die irgendwie mehr oder weniger jeder hört oder denen mehr oder weniger jeder folgt. Ne? Und dann werden dort Ideen in den Raum geschmissen und diskutiert auf den entsprechenden Meetups. Also das ist auch eine sehr aktive Kongresskultur, die es dort halt eben entsprechend gibt, sodass man sich dann dort halt eben trifft, dort halt eben Talks und Speeches halt eben anhört, Workshops besucht und all solche Sachen. Sehr interaktiv und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt und ich merke halt eben natürlich und das nicht erst jetzt, dass ich mit dieser Prüfung ja eigentlich nicht viel gewonnen habe. Also der Job des Scrum Masters ist da einfach noch viel, viel, viel größer. Und deswegen habe ich mir halt eben auch entsprechend vorgenommen, für das nächste Jahr mal so dieses ganze Thema Moderation, Mediation, Konfliktlösung, das ist zum Glück auch alles bei uns irgendwo direkt im Seminarkatalog gibt, einfach mal anzugehen, um dort halt eben dann entsprechend einfach mal zu sagen, okay, das setzen wir auf eine viel solidere Basis, was du da jetzt gemacht hast. Weil das natürlich halt eben, ja, als die eigentliche
Kernkompetenz. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass der Scrum Master in der Lage ist, halt eben die entsprechenden Scrum-Events zu organisieren und durchzuführen, wo es dann halt eben entsprechend nötig ist. Aber, und das ist halt eben entsprechend der Punkt, wenn es halt eben um das ganze Thema Kommunikation, Diskussion, Moderation und auch dann halt eben natürlich Mediation und Konfliktlösung geht, da ist der Scrum Master dann natürlich richtig gefragt. Aber, und das ist halt eben genau der Punkt, das gibt diese Schulung natürlich nicht hier, wie auch mit nur 2 Tagen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen habe ich da halt eben gesagt, okay, da musst du jetzt halt eben deinen Marktwert dann in dem Moment noch erhöhen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ab Januar soll bei uns ja halt eben ein Kompetenzmanagement eingeführt sein. Und da will ich dann halt eben entsprechend sagen, okay, ich meine, ich bin bei meinen Netzwerkthemen eigentlich gut ausgedreht, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich sehe meine Rolle eigentlich künftig mehr halt eben auch in dieser Scrum Masterei und würde sagen, okay, das müssen wir einfach viel breiter machen, damit wir dann dahin kommen, dass wir dann dementsprechend auch in der Lage sind, da eigene Kompetenz halt eben auch zu nutzen und sie nicht dauernd einkaufen zu müssen. Und da stellt sich halt eben für mich dann ganz extrem die Frage, was gibt es da dann halt eben entsprechend eigentlich noch und was ist gut und was ist richtig. Und da bin ich halt eben entsprechend viel dabei zu lesen und zu überlegen. Also was ich halt eben auch entsprechend angefangen habe zu hören, ist ein Podcast. Der erste Podcast in meinem Leben, kaum zu glauben. Ich bin ja sonst immer irgendjemand gewesen, der sich mit Podcasts ungeheuer schwer getan hat. Aber mittlerweile mache ich das so, dass ich, wenn ich hier abends nicht aufnehme und dann halt eben ein bisschen LKW vor mich hinfahre, was ich momentan in erster Linie tue, da höre ich dann immer sehr gerne Mein Scrum ist kaputt. Das ist ein Podcast von 2 Scrum Master mit sehr, sehr viel Erfahrung schon über verdammte Hacke. Blödes Ding. Mit sehr, sehr vieljähriger Erfahrung und sehr, sehr breitem Erfahrungsschatz, was das angeht. Und den beiden höre ich sehr gerne zu. Ich werde euch den Podcast verlinken, wer also da halt eben mal so ein bisschen reinhören möchte, weil das ist total geil. Die erste Folge gleich, da haben sie halt eben den Flying Dutchman Scrum auseinandergenommen, wo es halt eben entsprechend darum ging, dass man dann halt eben so ein Entwicklungsteam hat, das Ziel und erfolglos in gewisser Weise dann halt eben entsprechend vor sich hin entwickelt und es kommt nichts dabei rum. Dann fühlte ich mich so erinnert an unser IPv6-Projekt, dass wir halt eben auch mit agilen Methoden machen wollen eigentlich. Und dass da aber leider so mehr oder weniger immer in den Wicken hängt. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber na gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und das Ding ist halt eben, dass wir da dann halt eben entsprechend dann auf eine Kanban-Methodik umgestiegen sind. Was das ist, das kann ich vielleicht bei Zeiten auch nochmal ein bisschen erklären. Fakt ist, wir sind dann auf Kanban umgestiegen und dann war irgendwie die Folge 5 oder 6 war dann halt eben der Mythos vom Kanban-Modus. Wo ich mich dann auch gleich wieder sehr ertappt gefühlt hatte. Ups. Entschuldigung. Sie beschrieben da im Grunde genommen genau alles das, was wir da gemacht haben. Aus den unterschiedlichsten Gründen natürlich, wie soll es anders sein. Aber halt eben, ja, ne? Duschen, aber nicht nass machen. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, in dem ich mich gerade in dem Spannungsfeld unseres Teams bewege, weil ich da mich auch sehr schwer tue, mich aus der Teamrolle rauszunehmen. Weil da kann ich halt einfach nicht nur Scrum Master sein, sondern bin halt eben gleichzeitig auch ein Teammitglied. Das ist per se prinzipiell möglich, aber ich kriege den Hut nicht schnell genug gewechselt. Und das ist halt eben dann so eine Sache, wo ich so sage, so, da könnte man dann doch vielleicht ein wenig anders dann halt eben entsprechend rangehen. Und ich meine, es ist nicht so schlimm. Wir haben einen externen Scrum Master, der sich sehr, sehr viel Mühe gibt. Der ist wirklich richtig gut. Und das ist dann halt eben so ein Punkt, wo ich dann halt eben auch gesagt habe, okay, ich unterstütze da auf jeden Fall, ich bringe da auch Ideen mit ein, beziehungsweise jetzt, wo ihr Urlaub macht, organisiere ich die Events, so sie dann halt eben stattfinden. Aber per se sehe ich mich dort halt eben nach wie vor in der Rolle des Teammitgliedes und das bleibt auch so. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das halt eben entsprechend weitergeht mit
diesem ganzen agilen Thema, weil ich halt eben ja versuche, das Ganze noch so ein oder zwei Schritte halt eben auf eine andere Basis zu stellen, weil wir sind letzten Endes nicht zu dem Thema agile Methoden gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen agile Methoden machen. Also wenn man Scrum in der reinen Lehre nimmt, dann ist Scrum eine Teamentscheidung, dass man ein Development-Team hat, das ein Produkt entwickeln soll und das Team sagt, ja okay, wir können das mit Scrum am besten erledigen, also machen wir das auch. Wir haben bei uns in der Firma tatsächlich in der Anwendungsentwicklung irgendwann mal einige der Entwicklungsteams gehabt, die genau diesen Schritt gemacht haben. Und ja, das ist bei uns aber leider halt eben entsprechend anders. Wir haben das gewissermaßen von oben aufgeflanscht bekommen. Was per se aber erstmal nicht schlimm ist, weil es halt eben eine Nummer ist, die uns helfen wird. Da bin ich mir absolut sicher, auch halt eben solchen Infrastrukturschweinen, wie wir sie sind, kann diese Methode meines Erachtens helfen. Sie muss natürlich adaptiert werden, damit sie richtig funktioniert, weil sie halt eben erstmal per se nicht für Leute wie uns gemacht ist. So, deswegen bin ich halt auch am Überlegen, ob ich bei Zeiten auch nochmal die Nexus-Schulung besuche. Da geht es halt eben entsprechend darum, wie kann man halt eben Scrum in eine Organisation einbinden. Aber das ist dann halt eben entsprechend alles noch Zukunftsmusik. Bei uns, wie gesagt, es ist halt eben entsprechend von oben gewollt und wir haben da alle so ein bisschen Grundrüstzeug bekommen, so in Form von 2 bis 3 Tagen, aber das ist nicht viel und deswegen steht das Ganze halt eben noch relativ wackelig und deswegen bin ich derzeitig dabei mit 3 Kollegen, die da halt eben sehr auf derselben Schiene unterwegs sind und auch sehr engagiert sind, bin ich dabei, halt eben eine COP aufzubauen. Das ist halt eben im agilen Thema, ist das auch ein ganz gängiges Objekt, das dort immer auftaucht. Die COP oder Community of Practice ist halt eben eine Versammlung von Leuten, die dort halt eben ein gemeinsames Ziel innerhalb der gleichen Domäne verfolgen. Und das ist halt eben eine feine Sache, weil ich sowas ja prinzipiell super gerne mag. Denn ich bin ja so einer, der total daran glaubt, dass wenn Menschen sich wirklich echt total selbstlos in solchen Dingern da zusammensetzen, gemeinsam lernen, gemeinsam Probleme wälzen, beziehungsweise halt eben im Zweifelsfall auch, also wir operieren derzeit, wir haben unser erstes Meeting am 6.12. erst, deswegen ist das noch so ein bisschen Zukunftsmusik alles, war unsere Idee einfach zu sagen, im Grunde genommen auch 3 Säulen aufzubauen, dass man sagt, wir lernen selber weiter, wir hören da jetzt nicht auf, sondern wir vertiefen unser Wissen rund um agile Methoden. Wir greifen die Problemstellungen an, die wir alle haben, weil die sind, wie soll es anders sein, natürlich bei allen Teams relativ ähnlich. Und als drittes geht es halt eben darum, einfach zu sagen, okay, komm, wir treffen halt eben so ein paar Entscheidungen, was die Zusammenarbeit angeht. Nun kann so eine COP halt eben nichts formal beschließen, weil es ist halt eben einfach nur eine informelle Versammlung, aber wir können halt eben entsprechend Vorschläge machen und die dann halt eben über unser Confluence-Wiki dann entsprechend vertreiben und bekannt machen. So, also was weiß ich, gemeinsames Vorgehen in Jira oder sonst was irgendwie, beziehungsweise halt eben ja, was weiß ich. Das ist genau der Punkt. Der Witz ist nämlich, dass ich mich da auch halt eben lediglich momentan wirklich auf dem organisatorischen Level bewege, weil ich wirklich sehr, sehr gerne möchte, dass diese Geschichte halt eben von uns gemacht wird. Also von uns, sprich von unserem Bereich und eben gerade nicht von mir. Also ich will da nicht meine irgendwie Vision verwirklichen, weil das totaler Humbug ist meines Erachtens, weil davon hat niemand was. Dann ist es ein Fleischwerden meiner Vision, wenn es denn überhaupt funktioniert. Das ist ja gleich das nächste Spielchen. Und am Ende ist das vielleicht komplett an dem vorbei, was die Leute brauchen und wollen. Deswegen habe ich von vornherein gesagt, nein, das ist unseres. Bin da auch halt eben so ein bisschen im Clinch mit dem Bereichsleiter gewesen, der meinte, ja, du sollst dich da ja verwirklichen können. Wo ich halt eben auch sage, so, nee, verwirklichen tue ich mich als Scrum Master. Das ist meine Aufgabe, das ist oder meine neue Aufgabe und darin möchte ich aufgehen. Ja, und mich da auch in den Dienst der Sache stellen. Aber die COP ist halt eben entsprechend ein Instrument für uns alle, um einfach dafür zu sorgen, dass wir endlich agil arbeiten können, und zwar im vollen Maße. Und ich meine, es ist natürlich ungeheuer. Okay, das war ja mal wieder super. Guten Morgen, Werkstatt. Das kommt davon, wenn man halt eben entsprechend permanent quatscht. Dabei
dann vernünftig guckt. Wo sind wir eigentlich? Können wir das gerade sehen? Ne, können wir nicht. Macht nichts, wir müssen die Kiste trotzdem warten. Ich will nicht, dass sie uns unterm Hintern wegbröselt. Naja, komm. Ah, okay, wir sind immerhin schon mal. Wahrscheinlich schon in Kali, das ist ja nicht schlecht. Ja, aber das ist halt eben so, was mich momentan tatsächlich umtreibt. Und deswegen war es halt eben auch in den letzten Tagen so ruhig. Einerseits, weil bei uns halt eben eine Krankheitswelle durchgerollt ist, oder besser gesagt noch durchrollt. Und zum anderen halt eben, weil ich mich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe und da halt eben diese Zertifizierung gemacht habe. Und ja, das ist wirklich hochspannend. Und ich bin jetzt halt eben gerade am Gucken, weil natürlich, oder was heißt natürlich, aber wie ich ja halt eben euch schon eben erzählt habe, diese ganze Sache lebt vom Austausch, vom lebendigen Austausch der Community. Und da bin ich halt eben gerade tatsächlich am Suchen. Also die, wie gesagt, mein Scrum ist kaputt, ist für mich ein ungeheuer wertvoller Startpunkt, was das angeht. Und da will ich dann halt eben entsprechend auch noch weitermachen. Da will ich mir halt eben auch noch andere Sachen dann halt eben zulegen. Weitere Podcasts, Blogs, was auch immer sich da finden lässt. Und ich weiß ja nicht, wer von euch, der das hier jetzt hört, auch so ein bisschen in diesem agilen Revier wildert. Kann ja durchaus mal sein, dass sich jemand hierher verirrt. Und das ist dann halt eben so der Punkt, wo ich dann halt eben so sage, so, ja, da wäre doch mal ein Austausch absolut interessant. Vielleicht kann man auch was produzieren in irgendeiner Art und Weise. Da bin ich ja dann auch sehr schmerzfrei und neuen Ideen halt eben auch entsprechend gegenüber immer aufgeschlossen. Also mir wäre es halt eben einfach, ja, auch viel zu eintönig, da immer dasselbe zu machen. Also vielleicht kann man da tatsächlich dann halt eben auch noch ein bisschen mal zusammen etwas Neues entwickeln. Würde mich freuen. Also mal schauen. Ich bin da ja, wie gesagt, der Meinung, dass das gar nicht so schlecht ist. Der Witz ist, wir haben es jetzt kurz vor Dezember und trotz alledem, für alle, die es noch nicht wissen, ich sitze immer noch auf dem Rad. Täglich meine gut 20 Kilometer. Es ist einfach wirklich richtig geil. Wir hatten heute Morgen 1 Grad und es war mir vollkommen wurscht. Das war so wirklich so, echt so, yeah, und auf geht's und auf aufs Rad und 1 Grad. Wen interessiert's? Loskommen. Und das funktioniert total super. Also ich bin wirklich echt super entspannt in der Firma angekommen und hab halt eben einen Riesenspaß, da halt eben mit dem Fahrrad zu fahren. Es ist wirklich großes Kino. Und ja, mal gucken, wie lange ich 2018 noch machen werde. Auf jeden Fall habe ich 1000 Kilometer zusammen. Das war ja eins meiner Ziele. Ich habe alle Ziele für 2018 tatsächlich auch erreicht. Und das war richtig, richtig cool. Und deswegen, ja, 2018 ist ein gutes Jahr für mich, auch wenn ich viel rumgemeckert habe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das auch nicht ganz ohne Grund. Und ich weiß, dass ich es auf einem hohen Niveau tue. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das ist tatsächlich so. Aber es ist halt eben eine Sache, die mir persönlich dann einfach auch ja, gut getan hat, gefallen hat. Ich habe da was gefunden, das für mich ungeheuer spannend ist und jedem... Was? Hölle und Teufel. Was ist denn? Verdammt, England. Ja, hallo, Entschuldigung. ich muss da nur mal eben durch. Ja, ich weiß. Nein, 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 nein. Danke. Wann komme ich denn endlich weg? Ich Depp. Ah, da vorne. Gott sei Dank. Schnell, 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 schnell. Oh, scheiße, das ist ja eine Mauer. Wer ist denn auf die Idee gekommen, die da hinzustellen? Ja, das weiß ich selber. Ich will da ja weg. Verdammt mich nochmal. So.
Naja, nein, also das ist halt eben, wie gesagt, in der letzten Zeit passiert. Für mich stellt sich jetzt tatsächlich die Frage Scrum Master und nun, also ich finde natürlich noch meine Rolle im Unternehmen, weil ich bin nicht in der Anwendungsentwicklung, ich bin in der Infrastrukturtruppe und habe damit noch überhaupt kein gefestigtes Feld. Das ist alles momentan noch komplett im Fluss. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das noch jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln wird und was da für mich im Endeffekt dann halt eben auch bei rumkommt. Und ja, ob das tatsächlich eine neue Profession wird, der ich da folgen kann, also ich würde mich da tatsächlich freuen, weil das ist für mich tatsächlich so diese Lücke, die ich immer gesucht habe, weil, wie gesagt, ich bin kein Abteilungsleitermaterial. Ja, also das sage ich ganz offen und ehrlich, ich bin kein Mensch, der halt eben als Abteilungsleiter da irgendwo in so einem Sessel rumfurzt und die Leute dann halt eben am Arbeiten hält. Das ist nicht mein Ding. So, ich bin halt eben entsprechend jemand, der halt eben ungeheuer halt eben genau auf dieses Zusammen-Team-Thema fixiert ist. Ja, der sagt so, ey, das ist total geil, natürlich könnte ich diese Aufgabe alleine machen, aber lass sie uns zusammen machen. Lass uns zusammen was erschaffen, das ist doch 20 mal geiler. Ne? Und das ist dann halt eben so das Ding, wo ich dann halt eben so sag so, da taugt mir dann halt eben so genau diese Scrum Master Aufgabe so wirklich gut, weil der genau in dieser Lücke zu Hause ist. Und da freue ich mich sehr drauf und ich bin mal wirklich echt, echt schön. Ja, ich weiß, dass es nicht zufriedenstellend ist, meine Herren. Also ich fühle mich in dieser Lücke sehr zu Hause und das ist halt eben wirklich echt der absolute Oberhammer und ja, Linz war ich schon, mal gucken, welches Ziel wir als nächstes nehmen. Ungarn habe ich schon komplett abgefrieselt, Nord, okay, nein, Nürnberg haben wir auch. Lalalalalalalalala, was haben wir noch? Bern, alle Schweizer Städte haben wir auch durch, Kiel haben wir, Reims ist auch schon drin, Newcastle haben wir, Birmingham, Rotterdam. Okay, haben wir auch alles schon. Also alles, was uns dort derzeitig angeboten wird, haben wir. Ich würde vorschlagen, wir bleiben in England. Fahren wir nach Birmingham oder Newcastle? Wir fahren mal nach Newcastle. Genau. Das tun wir. Einfach weil ich die Hoffnung habe, dass wir irgendwo nach Aberdeen im Zweifelsfall fahren können. Oder Carlisle, Liverpool. Also ihr seht es, ne? Die sind hier noch nicht wirklich fertig. Diese Städte. Da werden wir weitermachen. Ja! Ach, das ist auch gleich hier. Na ey, das ist ja... Ah ja, da steht der Hänger. Alles klar. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Ja, aber das ist halt eben so, was ich mir jetzt wirklich da noch sehr gut drunter vorstellen kann, möchte. Und ja, dann werfen wir da mal einen Blick drauf, was die Zukunft da halt eben entsprechend dann so für uns im Petto hat. Also da bin ich wirklich echt gespannt drauf. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten und dann werden wir halt eben mal gucken. Ich habe hier meinen Zettel rumfliegen. Ich habe noch zwei weitere Themen. Die werde ich dann halt eben in einer weiteren Folge verwursten. Die werde ich dann halt eben, wie gesagt, wie üblich online bringen. Sprich, ich werde anfangen mit dem Aufnehmen 72 Stunden, nachdem diese Folge online gegangen ist, so wie das halt eben ursprünglich mal geplant war. Das heißt, ihr werdet sie dann vermutlich eine Woche später oder so dann halt... Ja, na tolle Wurst, geh doch weg! Verdammter Mist. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, seitdem sich meine Geldsituation da halt eben so ein bisschen verbessert hat in diesem Spiel, fahre ich auch in dem ganzen Kanal rücksichtslos. Tut mir ja leid. Eigentlich nicht wirklich. Nein, aber das ist halt eben entsprechend so momentan der Stand der Dinge. Also für alle, die gedacht haben, ich wäre weg, nein. So einfach wird man mich nicht los. Und wie gesagt, das ist halt eben einfach mein Blog und mein Videoblog jetzt eben geworden. Oder halt eben ins Video-Podcast, wie auch immer ihr möchtet. Und da habe ich halt eben jetzt nach wie vor sehr viel Spaß dran. Wie gesagt, Minecraft nehmen wir erstmal ein bisschen in Acht, nicht einfach daran. Ich brauche da einen vernünftigen Plan. Irgendwie immer so vor sich hin zu dröhnen, dann das muss auch nicht so sein. Wenn mir da was einfallen sollte und wir sind hier dann so ein bisschen auch wieder durch mit der Nummer, dann können wir da ja halt eben entsprechend dann mal wechseln. So. Aber momentan, wie gesagt, ich habe auch immer noch einen riesen Bock auf diese ganze Kiste
weil ja, es macht halt eben wirklich einfach absolut Laune, das Game. Und wie gesagt, nächste Woche kommt Beyond the Baltic Sea mit Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Russland, also zumindest in Teilen. Und ja, da gibt's halt eben viele tolle neue Sachen zu entdecken, über 13.000 Kilometer Straße, und da freue ich mich schon wirklich richtig drauf. Und das ist dann halt eben so der Punkt. Oh Leute, das gibt's doch nicht. Man sieht doch, dass ich da rumkomme. Kann nicht so schwierig sein. Naja, nein, also das ist halt eben so der Punkt, wo ich halt eben so sag, so da setze ich an und da geht's dann halt eben entsprechend weiter. Nächste Woche werde ich euch, oder in der nächsten Folge werde ich euch nicht mit agilen Themen quälen, da habe ich was anderes. Wie gesagt, ihr habt es noch mit in der Hand, ne? Also dort halt eben entsprechend Themenvorschläge zu machen. Ich habe, wie gesagt, für die nächste Folge habe ich schon was vor, aber wie gesagt, wenn da noch was von euch kommt, und das einfach richtig guter Vorschlag ist, würde ich dort halt eben entsprechend beikommen. Und diesen dann halt eben auch entsprechend aufgreifen, damit es dann dort damit dann halt eben entsprechend weitergeht. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Ich bin raus.